Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Wer in Notwehr handelt, handelt nicht rechtswidrig. Handelt jemand in Notwehr, stellt er damit das Gewaltmonopol des Staates in Frage? Handelt jemand in Notwehr, begeht er Selbstjustiz? Immer wenn es um das Thema Selbstschutz, Selbstverteidigung, Notwehr geht, argumentiert der Gesetzgeber, der Staat hat das Gewaltmonopol. Stelle ich aber in dem Moment, wenn ich mich gegen einen rechtswidrigen Angriff zur Wehr setze, das Gewaltmonopol in Frage? Ich sage ganz klar nein. Das sind zwei grundlegend unterschiedliche Begrifflichkeiten. Selbstschutz und Selbstjustiz. Selbstjustiz, wir kennen es aus Hollywood-Streifen, ist letzten Endes, wenn ich das Gesetz selber in die Hand nehme. Als Beispiel, ein Mädchen wird vergewaltigt und getötet. Der Vater greift zur Waffe, macht Jagd auf den Täter und bringt ihn zur Strecke. Egal in welcher Konstellation, ob er ihn zusammenschlägt, ob er ihn tötet, wie auch immer. Damit agiert er als Richter und Vollstrecker in einer Person. Und das wäre rechtswidrig. Das ist rechtswidrig. Werde ich aber auf offener Straße oder hier zu Hause in meinen eigenen vier Wänden angegriffen, es ist ein Einbrecher im Haus, der mich oder meine Familie bedroht. Ich gehe draußen im Park spazieren und werde dort überfallen. Eine junge Frau geht am Abend nach getaner Arbeit joggen im Park und wird überfallen und vergewaltigt. Dann ist die Polizei in dem Moment nicht zur Stelle, um diesen Straftäter dingfest zu machen. Diese Opfer in dem Moment haben nur eine Möglichkeit, und das ist, sich zu wehren. Der Gesetzgeber aber verwehrt einem dieses zunehmend. Natürlich habe ich aus gesetzlicher Sicht das Recht darauf. Das ist der Notwehrparagraf, Notwehr und Nothilfe, wie auch Notstand. Aber wie soll ich mich bitte zur Wehr setzen, wenn der Gesetzgeber mir nicht so weit vertraut, mir entsprechende Verteidigungsmittel anschaffen zu dürfen und diese auch führen zu dürfen? Selbstverteidigungsmittel sind nicht nur Schusswaffen, Schreckschusswaffen. Verteidigungsmittel kann alles Mögliche bedeuten. Es kann ein Teleskopschlagstock sein, den ich vielleicht platzsparend irgendwo am Gürtel oder in der Bauchtasche oder ähnliches mit mir führen kann. Es kann ein Messer sein. Es kann ein vernünftig, ausreichend funktionierendes Reizmittel sein. Starkes Pfefferspray, Chilispray oder ähnliches. Könnte aber auch Distanzelektroschocker sein, wie der Taser in den USA, der aussieht wie eine kleine Pistole, aber zwei Projektile rausschießt, die an einem Draht hängen und dann über diesen Draht die Elektrostöße übermittelt. Natürlich darf ich im Zuge einer Notwehrsituation diese Gegenstände verwenden, aber ich darf sie zum Teil nicht mit mir führen. Eine Schreckschusspistole, nur wenn ich einen kleinen Waffenschein habe, darüber kann man diskutieren. Aber selbst das möchte der Gesetzgeber ja eigentlich nicht. Ein Schlagstock, hey, warum nicht? Wenn ich damit die Möglichkeit habe, meinen Angreifer unschädlich zu machen, kampfunfähig, nicht zu töten, kampfunfähig zu machen, ihn so wehtun, dass er mir vielleicht nicht hinterherlaufen kann oder mich weiter angreifen kann. Das ist keine Selbstjustiz. Das ist Selbstschutz. Und das ist eigentlich ein Menschenrecht, das von der Politik einem zunehmend verwehrt wird. Liebe Medien, diesen Unterschied solltet ihr langsam aber sicher mal verstehen. Auch die ganzen Waffengegner sollten dieses einmal verstehen. In den USA gibt es häufig Waffengegner, die mögen keine Schusswaffen, die mögen keine Waffen grundsätzlich, die aber dann Opfer eines Überfalls werden, Opfer einer Vergewaltigung. Und dann verstehen, dass sie nur eine Möglichkeit haben, sich aus einer solchen Situation zu retten. Und das ist eben durch Einsatz eines Verteidigungsmittels. Denn die Polizei kann, wie eingangs gesagt, nicht zu jeder Zeit überall vor Ort sein, um eine Straftat zu verhindern. Hat euch dieses Video gefallen?
Sehr gut. Liked mich, abonniert mich, teilt mich.